Über Jahrtausende hinweg hat sich der Mensch gegen alle anderen Lebewesen durchgesetzt. Er hat sich als Krone der Schöpfung erwiesen. In diesem Prozess machte er erstaunliche Erfindungen, entdeckte die Welt und eroberte den Himmel. Er ist stolz auf seine Errungenschaften. Sein Streben liegt darin, seinem Ruf gerecht zu werden. Er ist stets aktiv, lässt sich nicht runterkriegen, passt sich wandelnden Lebensbedingungen an. Sein Erfolg sieht er darin, dass er seine Mitmenschen in den Schatten stellt. Gelingt ihm dies, erfüllt ihn das mit Stolz. Doch die Konkurrenz hat es in sich. Wer sich auf seinen Erfolgen ausruht, wird schnell überrundet. Scheiße! Ulrich Bröckling hat für diese Verhaltensweisen den Begriff des unternehmerischen Selbst geprägt. Damit meint er den Menschen, der sein Leben dem Motto permanente Weiterbildung, lebenslanges Lernen, persönliches Wachstum unterwirft. Das unternehmerische Selbst treibt sich ständig zu neuen Höchstleistungen an. Die Angst, von der Konkurrenz abgehängt zu werden, lässt es niemals ruhen.